Ich bin vorher erschrocken, wie ich reingelaufen bin, bin ich über die Broschüre gestolpert und die war mir vollkommen neu. Ich habe gehört, die ist auch erst heute rausgekommen und ich hoffe, dass ich jetzt in meinem Vortrag dann nicht Kabis erzähle und das sich ungefähr deckt mit dem, was hier drinnen steht. Ah ja, wunderbar, super. Es geht um den landschaftlichen Park Auvis, ist das Thema, eben nicht landwirtschaftlichen Park. Ich komme später darauf und ich bin aufgeregt und auch mega stolz, dass ich hier am Rapperswiler Tag reden darf. Das ist, ist ja sowas wie eine Ikone in der Schweizer Landschaftsarchitektur und ich fühle mich da sehr geehrt. Und als ich das Thema gehört habe, Schlaraffenland, das ist, war ich noch mehr erfreut, weil das mega cool ist, Schlaraffenland, man sieht das da und ich hoffe, dass ich sage das heute ein paar Mal noch, ich hoffe, dass ich es immer richtig ausspreche, weil das ist ja auch so ein leichter Zungenbrecher. Im März habe ich dann angefangen, meine Folien zusammen zu suchen und mich damit zu beschäftigen und mich schon gefreut, so dieses Lustvolle und war dann aber leider ein bisschen gedämpft, weil da, wo ich herkomme, das ist, da geht es recht katholisch zu und her und die einen wissen das, da ist Fastenzeit vor Ostern und so ist die Erarbeitung von dem Thema Schlaraffenland und landschaftlicher Park relativ platonisch ausgefallen. Dafür gibt es aber heute 3 kleine Vorträge statt einem großen. Und bevor ich zu dem neuen Parktypus komme, wo es sehr spannend ist, mache ich einen kleinen Ausflug in das Schlaraffenland. Ich habe mich schon versprochen. Und Entschuldigung. In die Schlaraffenstadt. So, was ist also das Schlaraffenland? Das ist das Land der faulen Affen, heißt es im Mittelhochdeutschen. Das kann man auf Wikipedia lesen. Und man sieht es da, hat es der Maler Peter Brügel im 16. Jahrhundert wunderbar aufs Papier gebracht. Man liegt rum, die hinten hat es Seen mit Milch, Honig, Wein, Hirseberge, Hirsebreiberge. Muss nur Mund aufmachen, da die Schweinsbraten läuft hinten schon gebraten rum, muss man nur abschneiden. Eine tolle Sache, das Schlaraffenland. Und auch viel später, 400 Jahre später, das Thema beschäftigt die Kunst auch, hat es Oskar Laske aufgezeichnet. Er hat gleichen sich die Bilder, der Speisezettel ist ein bisschen diversifizierter auf dem Bild, das hat Hummer dabei und so, das hat es im Mittelalter noch nicht gegeben. Aber auch eine wunderbare Geschichte, aber was auffällt, es sind Landschaften ohne Städte. Und das ist vielleicht auch der Einstieg gewesen für mich. Und ich habe mich gewundert, ja, wieso gibt es da keine Straßen aus Schokolade, keine Häuserzeilen aus Marzipan, keine Bäume aus Zuckerwatte, keine Bierbrunnen, nichts. Das ist alles eine Landschaft. Man glaubt fast, man ist in Arkadien, nur ein paar Grade vulgärer. Und für 1934 ist diese Haltung, die Verneinung der Stadt durchaus nachvollziehbar. Man hat damals ganz andere Probleme gehabt in den Städten. Luftverschmutzung, Hygiene, dichte soziale Spannungen. Heute sind wir weiter. Viele dieser Probleme sind gelöst. Und die Städte mit all ihren Qualitäten haben das Potenzial, zu Traumorten zu werden, zu Schlaraffenstädten. Wir sind technisch in der Lage, fast alles, fast überall wachsen zu lassen. Bäume auf kleinsten Flächen, auf engstem Raum, Pflanzenbilder über ganze Fassaden, Hochhäuser, ein einziger Wald.
Die gesellschaftliche Grundhaltung, die Grundstimmung gegenüber Mobilität lässt hoffen, dass auch da in Zukunft fruchtbare Städte möglich sind, zumindest für Utopisten. Im 21. Jahrhundert haben wir eine lange Lernkurve hinter uns. Wir kennen die Rahmenbedingungen, die uns die Türen zur Schlaraffenstadt öffnen. Obst und Gemüse statt Brathindel, Beschäftigung bei der Gartenarbeit, wir haben gelesen, schmutzige Hände sind wichtig, statt faul unterm Baum zu liegen und nur zu warten, bis das Hähnchen in den Mund fliegt. Und alles ist natürlich in fußläufiger Distanz zum Wohnort, statt irgendwo in einem Wunderland, in irgendeinem Wunderland. Das wissen wir alles und die Städte sind auf bestem Weg dahin zur Stadt, die ein Garten wird. In der Schlaraffenstadt ist die Landschaft entkoppelt, die Landwirtschaft entkoppelt vom Land und wird zu einem Stadtphänomen. Wir haben die Frage gehört, was ist mit vertikalen Gärten? Kann man das stapeln? Und sie ist vor allem so üppig, dass sie alle versorgt, direkt vor der Haustür und das noch nachhaltig, bio, kostenlos und sozial. Schlaraffenland war finsteres Mittelalter, Schlaraffenstadt ist vielleicht die blühende Zukunft und für diese Zukunft braucht es Antworten für Typen, für Freiraumtypen. Ich komme jetzt zu meinem zweiten Vortrag, der über den landschaftlichen Park geht, ein neuer Freiraumtyp auf dem Weg zur Schlaraffenstadt. So, jetzt wird es konkreter, die jetzt auf das Projekt gewartet haben, jetzt kommt. Um da den Einstieg zu bekommen, was heißt denn das landschaftliche Park? Die meisten sagen dann landwirtschaftlicher Park. Das ist ein neuer Parktypus, der im kommunalen Richtplan der Stadt Zürich Einzug gefunden hat und ich darf da zitieren daraus, landschaftliche Parks sind an Gebiete mit baulicher Verdichtung am Siedlungsrand angrenzende Freiräume, das ist ein furchtbarer Satz, aber der steht effektiv so da, sie vermitteln zwischen Siedlung und Landschaftsraum, die Freiraumgestaltung und Pflege orientiert sich an landschaftlichen Motiven und ökologischen Werten. Und insofern hat die Landwirtschaft damit was zu tun, weil die ist natürlich ein landschaftliches Motiv, ein klassisches. Grünstadt Zürich hat dann 2019 eine Testplanung gemacht über den landschaftlichen Park in Auwies. Und dabei sollten eben die Themen Landwirtschaft und Soziokultur und Biodiversität vertieft werden. Und wir durften dann im Anschluss der Testplanung das Entwicklungskonzept weiter vertiefen. Das ist jetzt so der Stand. Das Ganze ist eine Gemeinschaftsproduktion zwischen Planicum, Acridea, Hunziker Zahn und Partner und Alp-Projekte und natürlich Grünstadt Zürich mit Fabian Baylor, der uns da begleitet hat. So, wo sind wir? Achtung, jetzt hoffe ich, das geht. Geht das? Ja, das geht. Also Stadt Zürich, Langnau am Albis und wir sehen hier die Auwies, die liegt in einem Siedlungsband, das der Siel entlang geht. Hier am Entlesberg, das ist aus der Perspektive gesehen eigentlich so eine, fast eine Parkanlage, so ein städtischer Parkwald. Und da ist das Auwies drinnen, ist also eben nicht am Stadtrand, am Siedlungsrand, sondern nur am Stadtrand, eben von der Stadt Zürich. Man schließt direkt an Adliswil an. Da sieht man das nochmal genauer, oben die City, dann was wichtig ist, warum braucht es hier einen Park? Wir haben große städtische Entwicklungsgebiete mit Green City und hier in Leimbach, wo wir auch eine Bevölkerungswachstum, eine größere städtische Dichte erzeugt haben. Hier drinnen liegt die Wiese, die Landwirtschaftsfläche, in etwa 500 Meter lang und an der breitesten Stelle ungefähr
100 Meter breit. Heute sieht es so aus. Ja, da kann man gar nicht viel dazu sagen. Es ist leer. Und ist aber nicht immer so leer. Das wird bewirtschaftet. Also es gibt durchaus auch Zeiten, wo dann der Mais steht oder was auch immer der Landwirt mit der Fläche da anfangen will. Was man aber auch sieht, Erlebbarkeit von der Sil zum Beispiel, die sich da rechts hinter dem Gebüsch versteckt oder dem Hang, den Entlissberghang ist minimal. Da hat es auch noch einen historischen Industriekanal drinnen, den sieht man erst gar nicht. So könnte das später mal aussehen, eine offene Landschaftskammer mit starkem Fokus zur Sil und auf Naherholung und Biodiversität und mit der Landwirtschaft, und das ist jetzt genau der Punkt, mit der Landwirtschaft als integralen und erlebbaren Teil von einer Parkanlage, die gleichzeitig auch noch die Parkanlage ästhetisch prägt. So, wir haben angefangen dann und haben, bevor dieses Bild entstanden ist, haben wir uns erstmal überlegt, was soll der landschaftliche Park auf Wies denn können oder was der landschaftliche Park insgesamt. Wir hatten ja nur die magere Vorgabe aus dem kommunalen Richtplan da und haben 5 Thesen entwickelt. Die erste geht die These zum Landschaftsbild. Der landschaftliche Park verfolgt die Strategie des kleinstmöglichen Eingriffs, weil eben die Landschaft nicht nur Namensgeber, sondern auch Motivgeber ist für diesen Parktyp. These 2 zur Erholung und Partizipation. Der landschaftliche Park lebt von den Möglichkeiten der Aneignung und schafft damit Identität. Also die Leute, die da in Green City oder in Leimbach oder auch in Adliswil leben, sollen das zu ihrer Landschaftskammer, zu ihrem Park machen können. Dritte These zur Ökologie und Nachhaltigkeit. Der landschaftliche Park fördert dank symbiotischer Bespielung der Flächen die Biodiversität. Ich glaube, das war heute Vormittag schon das Thema bei dem Agroforst. Der Wert für die Biodiversität ist hier jetzt angewendet. Vierte These zur Landwirtschaft. Die landschaftliche Nutzung trägt wesentlich zum ästhetischen Gesamteindruck bei. Deswegen haben wir für diese Parkanlage den Agroforst gewählt, weil er in der Ausrichtung und in der Prägnanz von den Baumreihen wirklich gestalterische Qualität mitbringt, die einmalig ist. Die fünfte These geht zur Innovation. Der landschaftliche Park ist ein Spiegel des gesellschaftlichen Diskurses, flexibel programmiert, trägt er zur Lösung ökologischer und gesellschaftlicher Aufgaben bei. Das heißt auch, dass die Konflikte, die es in solchen Parkanlagen gibt, zwischen Landwirtschaft und Naherholung, zwischen Landwirtschaft und Ökologie, zwischen Naherholung und Ökologie durch die Überlagerung und durch neue Arten der Landwirtschaft eigentlich wie gelöst werden können. Ja, wie haben wir das umgesetzt? Es gibt 4 Kernelemente in dem Park. Der erste hat jetzt noch nicht wahnsinnig viel mit Landwirtschaft oder Stadtlandwirtschaft oder Schlaraffenland zu tun. Eigentlich der Befreiungsschlag in dem ganzen Projekt war, dass wir die Langsamverkehrsverbindungen getrennt haben. Das heißt, wir haben die schnelle Langsamverkehrsverbindung in Wald gelassen und die langsame Langsamverbindung an die Sil genommen. Und so die Erlebbarkeit verbessert. Wir haben die südliche Fläche der Landwirtschaft zugeordnet und aufgrund der langgezogenen Form den Agroforst gewählt. Und man sieht auch da, die Proportionen des Perimeters definieren die Anzahl, Abstände und die Ausrichtung dann der Baumreihen. Die Linien sind die Baumreihen. Das nur ganz kurz, das haben Sie heute Vormittag ja alle schon gesehen. Wie funktioniert so ein Agroforst? Das haben wir da auch nochmal aufgemalt. Mit den Blühstreifen, den Bäumen drinnen und im Speziellen auch die Wirkung für den Bodenschutz wegen dem tieferen
Wurzelhorizont. Abstand sind in unserem Projekt zwischen 25 und 30 Meter. Das ist auch abhängig von der Bearbeitungsbreite vom Landwirt. Wir haben dann eine Fläche mit solidarischer Landwirtschaft. Ja, ist da. Das ist die hintere Fläche. Art der Bewirtschaftung noch offen, die Fläche ist gesichert, das muss zusammen mit dem künftigen Pächter herausgefunden werden. Plus wir haben verschiedene Erholungselemente entlang von dem Kanal und dem Waldrand. Wir haben hier unten eine Fläche für Picknick. Wir haben vor allem hier das sogenannte Auhüsli, womit verpachtet wird und so eine Art Quartierzentrum werden soll. So schaut es überlagert aus. Und da sieht man es nochmal in der Situation mit so den Icons, was da alles passieren soll. Passiert wahnsinnig viel. Und was haben wir herausgefunden über den neuen Parktypus? Es geht um die synergetische Überlagerung von soziokulturellen, ökologischen und landwirtschaftlichen Freiraumnutzungen. Zum Beispiel Anwendung vom Agroforst links mit einem Weg, einer Wiese und einem Flussraum oder eine Umwidmung von einem von dem Hüsli da hinten, das Auhüsli, unter Einbezug von einem historischen Industriekanal und das im Zusammenhang mit Spielflächen und einer solidarischen Landwirtschaft, die man da im Vordergrund sieht. Wie viel Zeit habe ich da noch? 3 Minuten, das ist schön. Ich brauche 4 noch. Gut. Ich komme zurück zum dritten Teil von meinem Vortrag. Fastenbedingt, wenn man sich dann so viel mit Schlaraffenland und Stadt beschäftigt, dann kommt man da immer wieder zurück auf das Essen und denkt so, wow, Wahnsinn, super. Auf den Begriff Anbauschlacht, das ist ein sehr schweizerischer Begriff, der aus dem Zweiten Weltkrieg stammt. Bin dann noch weiter zurückgegangen, habe gesehen, die Anbauschlacht, die Uranbauschlacht findet viel früher statt, die Anbauschlacht 0,1 in den Schrebergartensiedlungen, wo Leberecht Migge ja 1990 in seinem Manifest Jedermann Selbstversorger, eine Lösung der Siedlungsfragen durch neuen Gartenbau bereits beschreibt und das drückt der Titel schon aus, wo da die Stoßrichtung hingeht. Da war das noch und das war so stark, dass es bis heute nachhallt. In ganz finsteren Zeiten, haben wir vorher gehört, Paradeplatz, Sechselüteplatz, da hat es das gegeben im Zweiten Weltkrieg. Ich habe mich gefragt, war das wirklich effizient oder vor allem eine PR-Maßnahme? Aber es ist radikal. Und in der Radikalität ist diese Anbauschlacht 1.0 ein faszinierendes Szenario in urbaner Landwirtschaft, weil es die stadträumliche Konsequenz wirklich exzellent zeigt. Ja, das kann man dann schnell überspringen, das kennen wir, das ähnelt heute mehr Tiny House-Siedlungen gut durchgründen als Selbstversorger, jedermann Selbstversorger. Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel, dass man in den engen räumlichen Verhältnissen, die wir heute vorfinden, uns es noch enger machen und Flächen für Gemüsebau oder Ferienhäuser, die wir da sehen, teilprivatisieren. Brauchen wir also eine Anbauschlacht 2.0? Das ist natürlich nein. Was sind heute die Ansprüche an die urbane Landwirtschaft? Die soll biodivers sein. Die soll einen Beitrag zu Kreisläufen bilden. Wasserspeichernde Böden und natürliche Bodenbildung sind mit die ursprünglichsten Kreisläufe, die wir überhaupt kennen. Und das findet in der Landwirtschaft statt und das darf auch in der Stadt oder muss auch in der Stadt sein. Lebensmittel, das sind mehr vielleicht die Snacks. Da geht es viel um Identität und darum, Entfremdung entgegenzuwirken.
und nicht um Nahrungsmittelsicherheit. Wenn wir das verhindern wollen, gibt es ganz andere Maßnahmen, die aber nichts mit städtischen Freiräumen zu tun haben. Und als letzten Punkt, natürlich in der Stadt gibt es viele Leute, das heißt, diese Flächen haben eine soziokulturelle Funktion im Sinn von einer solidarischen Stadtlandschaft. Und so bin ich vom Schlaraffenland über die Schlaraffenstadt beim Schlaraffenpark gelandet und fast in der Zeit fertig geworden. Danke. Danke.